Willkommen zum 11. Teil. Was mich auch noch so interessiert hat, beziehungsweise was ich eine interessante Fragestellung finde, ist, wir haben ja bis jetzt immer so durchschnittliche Ankunftszeit. Aber was ist denn, wenn man mal so den Tag so zerteilt? Also so ein Imbiss hat ja Druckzeiten und Zeiten, wo er auf hat, aber weniger los ist. Wie kann man das dann so reinstricken in dieses Quick and Dirty, was ich jetzt. Es ist Quick und Dirty, das ist mir vollkommen klar, wie gesagt. Habe ich mir gedacht, ja, vielleicht kann man das einfach mal so aufteilen. Es dreht sich ja alles um dieses hier in der Klasse G. Ist ja so alles drin untergebracht, was wir so konfigurieren, was wir so annehmen. Das wollte ich auch so lassen. Ich habe auch alle mal die ganzen Testausgaben auskommentiert und habe mir gedacht, wäre das nicht vielleicht cool, wenn wir so einen Durchlauf machen mit so einer Belegung und für einen Monat und dann noch einen Durchlauf mit anderen Zahlen, weil es vielleicht später am Tag ist und dann noch einen Durchlauf, weil es noch später am Tag ist und zum Tagesausgang noch andere Zahlen. Und das habe ich habe es mangels Einfallsreichtum habe ich es Profil genannt. Hätte auch Tageszeit oder irgendwie sowas sein können. Da habe ich zusätzlich noch, damit man es hinterher bei der Auswertung besser unterscheiden kann, für so ein Profil so einen Namen gegeben. Also hier Kaffee- und Kuchenzeit. Da kommen die Leute vielleicht alle Viertelstunde. Man braucht nicht lange, um Kuchen abzuschneiden, um Kaffee zu machen. Ich sag mal so plus minus 2 Minuten von 5 Mitte. Das machen wir 2 Stunden. So 11 bis 13 vielleicht. Keine Ahnung. Und immer Wochenends. Nur Wochenends. Aber jedes Wochenende. Und ein Kunde zahlt so 7 Euro macht man Profit. Das, vielleicht schafft das einer. Ja, Geduldsschlangenlänge 10, Schlangendauer 20, weiß ich nicht. Kann sein. Einfach mal so hingeschossen. Na, 10 ist vielleicht schon viel. Ne? Vielleicht sagen die Leute, ja komm, 5. Und dann kriegen wir einen Tisch oder so. Stehtisch. Dann kommt die Hauptzeit. Also meiner Erfahrung nach ist das so zwischen 17:30 und 19 Uhr. Da kommen so alle 10 Minuten, habe ich mal so geguckt, hier bei uns, im Mittel, Gäste. Küche weiß Bescheid, gibt hier immer das Gleiche. Und das macht man 1,5 Stunden. Also von 17:30 bis 18 bis 19 Uhr ist die erste Welle, wo die Leute dann so von ihrer Freizeitbeschäftigung, Strand oder was auch immer, dann kommen und Hunger haben. Und ich habe 4 Mitarbeiter vorgesehen. Ne? Und 25 Euro halte ich für durchaus. Jo, das passt schon. So, also mit Essen und Trinken. Die Leute wollen natürlich, also wenn länger als 3 ist, dann weiß man schon, hätte ich besser reserviert. Und ja, Geduldsschlangendauer, also das ist ja, genau genommen ist ja die Zeit, bis man überhaupt bedient wird. Kann man sich aber auch vorstellen, dass man da rein modelliert, bis man bedient wird, plus man das Essen hat, plus man noch hinterher noch so einen Absacker trinkt und so sitzen bleibt. Aber gut, das ist jetzt noch das von letzten Malen. Also, wenn die nach 30 Minuten nicht bedient werden, tschüss. Dann kommt die zweite Welle, so 19 Uhr bis 20:30 so gerne die zweite Welle. Die kommen ja nicht mehr ganz so häufig, nur noch alle 18 Minuten im Mittel, mal einfach nur hingeschossen. Essen ist dasselbe, was es in der zweiten Welle gibt. Auch der Umsatz ist derselbe. Wir brauchen dann aber vielleicht nur noch einen Mitarbeiter weniger, weil die kommen jetzt nicht mehr ganz so oft, ne? Nicht ganz halb so oft, aber so im Dreh. Und die sind dann auch, wenn es schon später ist, ja. Werden auch viele noch vielleicht aus der ersten oder wie auch immer, einfach mal angenommen. Man hat das so beobachtet. Und wenn die zweite Welle durch ist, dann kommen noch welche, die eine Kleinigkeit essen oder nur was trinken wollen. Und eben so oft, jede Stunde vielleicht mal einer. Ja, Kleinigkeiten, wie gesagt, 5 Minuten. Wollen aber auch nicht lange warten und wollen auch, also wenn jetzt zack oder ich gehe woanders hin. Das kriegen wir vielleicht mit einem Mitarbeiter hin. Das sind jetzt so 4 verschiedene Dictionaries, Strukturen halt.
und die packe ich da rein, nach hier in so ein Array, und das habe ich Profiles genannt. Ich habe es in eine extra Datei, Profil, gepackt, damit man es halt nicht auch noch im Hauptprogramm hat. Ist eh schon wuselig genug. Was mache ich damit? Also hier sind diese vier Dictionaries mit den jeweiligen Parametern der Reihe nach drin. Die hole ich mir hier als Import. Hier passiert nichts, hier passiert auch nichts. Ich habe nur die Schlangenabbrecher vorher zu, also für die Grafik, die habe ich mit reingepackt in die Klasse G, damit ich die immer zurücksetzen kann, wenn ein neues Profil anläuft. Der Hauptteil ist jetzt hier. Also ich hole mir ein Profil aus diesem Array P1, P2, P3, P4. Kopiere das um in das G, was ich ja hier im Rest der ganzen Veranstaltung verwende. Setze dann die Umgebung zurück, also Uhr wieder zurück auf 0 und so. Dann neue Animationen. Aber ich will keine Animation machen, das ist ein bisschen wild. Und dann eigentlich wie gehabt. Hier, das steht ja jetzt alles in dem jeweiligen Profil, was gerade hier aktiv ist, ausgewählt wurde. Eins der vier. Und zum Schluss gibt es noch eine Zusammenfassung. Das Umkopieren von dem Profil aus dem Array, also Kaffee und Kuchen zum Beispiel, das wird dann hier reingepackt und in die globale Klasse, also in diese Konfigurationsklasse einfach übernommen. Ein paar Sachen noch zurückgesetzt und natürlich die Mitarbeiterschlange oder Kapazität, Schlange nicht, die Anzahl der Mitarbeiter, die muss hier gesetzt werden, sonst ändert sich nichts. Das ist es eigentlich. Ja, genau. Also hier habe ich noch Dev Animate Falls. Das war jetzt für dieses Video keine Kurven hinpinseln. Das ist nicht besonders erkenntnisbringend. Also es gibt jetzt keine Monitor-Sensoraufzeichnung. Ich lasse mal so stehen. Wenn man das möchte, kann man es abtippen. Ja, dann kommt einfach nur noch diese Vorschleife, die nach und nach ein Profil nach dem anderen holt und laufen lässt. Also das Environment Run ist Teil der Schleife. Fängt also immer wieder von vorne an. Geht bestimmt noch eleganter, aber das funktioniert so. Hier habe ich noch beim Erzeugen der Umgebung Do Reset gleich True. Also immer, wenn das Environment neu gestartet wird, dass alle Statusvariablen, Zeiten, also Environment Now wieder auf 0 geht und so weiter. Ja. Lass es mal laufen. Ja, jetzt sind alle vier Profile P1 bis P4. Ich habe die halt mal P1 bis P4 genannt, ist ja völlig beliebig. Mit ihren Parametern einmal durchgelaufen. Also wenn wir Kaffee und Kuchen so haben, einen Mitarbeiter und diese Geschichten, dann machen wir im Monat 525. Wir haben auch keine Abbrecher, weder Schlangenabbrecher noch Leute, die sich gar nicht reinstellen. Erste Welle ist natürlich das Hauptgeschäft. Da kamen sie ja so alle 10 Minuten. Ein paar Leuten war halt schon von vornherein die Schlange zu lang. Was hatten wir da gesagt? Ja, mehr als drei Leute, die dann da am Tresen standen und warten, bis sie bedient werden. Zweite Welle, also von 19 Uhr an. Zwei Leute haben halt gesagt, nee, boah, wir sind jetzt zwar einer von den dreien hier, die warten, aber dauert einfach zu lange, ne? In der zweiten Welle. Von den fünf Leuten, genau. Also mit drei Mitarbeitern haben wir schon doch noch Leute, die gar nicht sich anstellen. Und so der Absacker, die Leute, die nochmal so auf ein Weinchen vorbeikommen, naja, da passiert nicht viel. Aber alles in allem kann man jetzt mal so ein bisschen unterscheiden. Lohnt es sich, noch jemanden einzustellen für eine gewisse Uhrzeit?
Und ich könnte mir vorstellen, die zweite Welle, 32, das ist ja pro Tag einer. Vielleicht wäre es da doch ganz gut bei der zweiten Welle hier den vierten dabei zu halten. Ich speichere es mal. Muss ich natürlich umschalten. Und jetzt sehen wir auch, die zweite Welle ist jetzt völlig zufrieden. Hat noch mal was gebracht. Ja, das kann jetzt natürlich auch ein Einschwingproblem sein. Jetzt wäre natürlich ein Graf lustig, aber wir sehen es halt. Gibt gute und schlechte Tage. Jetzt, wo ich es so durchlaufen lasse, würde ich sagen, nee. Also, 4 brauchen wir nicht. Wie ist es mit 2? Verlieren wir da sehr viel. Ja, das ist schon krass, ne? Vorher waren wir eher so um die 9000, 8800 in der zweiten Welle. Da lässt man schon gerne mal 1000, 2000 Euro dann liegen. Da würde man am falschen Ende sparen. Also gerne wieder 3 Sweet Spot. Nur wenn die Leute halt in der zweiten Welle ungeduldiger sind. Aber die sind wahrscheinlich ja, in der ersten Welle ungeduldiger, weil dann kommen sie ja von ihrer Aktivität und haben Kohlenhaft bis unter die Arme. Ja, das war jetzt nochmal so die Idee, wie man so einen Arbeitstag zum Beispiel aufteilen kann. So in verschiedene Zeiten unterteilt. Ich habe ja am Anfang so nicht Arbeitstag, sondern ich habe gesagt, ja gut, jedes Wochenende machen wir zusätzlich noch Kaffee und Kuchen. Wenn ich mir vorstelle, ich mache jetzt mal einfach so einen Imbisswagen. Imbisswagen und stelle mich von 9 bis 12 Uhr, also 3 Stunden pro Tag, 3 Stunden am Tag für 5 Tage die Woche irgendwo hin. Lass sie 7 Euro, lass ich mal. Alle 15 Minuten, vielleicht alle 12 Minuten. Das könnte schon sein hier. Das halte ich für realistisch. Gucken wir mal mit einem Imbisswagen. Jetzt mit Kaffee und Kuchen waren wir ja so um die 450. Grob. Wie sieht das aus mit dem Imbisswagen? Aber ganz schöner Unterschied. Wir stehen länger da. Und wir schaffen es aber gut alleine. Also hier ist gar nichts. Das sieht doch nach einem überzeugenden Monatsergebnis aus. Ich denke, damit kann man was machen. Und wir haben ja nur Hauptzeit. Also hier haben wir 3 Stunden, 4,5 Stunden, 6 Stunden. 8 Stunden, ne, doch 8 Stunden. Ein 8-Stunden-Tag, wenn wir am Wochenende rechnen. Also nur, dass der Imbisswagen am Wochenende nochmal mit 2 Stunden dazukommt. Ansonsten sind wir 6 Stunden dabei. Das ist doch eine gute Sache. Ja, mal aufpassen. Also so größenordnungsmäßig hätte ich jetzt natürlich auch noch dazu packen können, eine Summierung, aber. Ich denke, ihr seht schon, das sind knapp 2, 12, 21, so 25.000 im Monat bei so einer Konfiguration gewinnen. Jo, Dankeschön und lecker essen nicht vergessen. Tschüss.